Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tarjag Mitzvot, 613 Mitzvot von die Tora. Heute weiter geht es um den Nazir. Spielt eine große Rolle, dieser Nazir, mit vielen Mitzvot. Heute Mitzvah 374. Mitzvot Gidul Sear Nazir, dass der Nazir, der Enthaltsamer von Wein, der muss seine Haare lassen und nicht rasieren. Er muss wild lassen seine Haare und es ist ein Verbot und ein Gebot. Es ist ein Verbot, die Haare zu abschneiden, das war in der vorigen Mitzvah. Und jetzt ist er eine Mitzvah, Mitzvah Aseh, zu die Haare wachsen zu lassen. Und wir sehen auch in die Tora, wirklich in die Wörter, ein Verbot und ein Gebot. Steht geschrieben in Bamidbar, Parashat Naso, Kapitel 6, Pasuk, hey. Solange die Tage seines Nazirgelübde dauern, soll kein Schermesser über sein Haupt kommen, bis die Tage voll sind, in denen er Gott die Naziraufgabe zu lösen übernommen, soll er es heilig sein, indem er ungehemmt wachsen lässt das Haar seines Hauptes. Also sehen wir, dass er muss seine Haare wachsen lassen. Und wir werden jetzt die Sache verstehen. Die langen Haare von dem Nazir sind dagegen die Gedanken von Superhochmut von Pflege. Also steht geschrieben, dass auch auf Shalom hat sich mit seinen Haaren zu euch geputzt und zum Fehler gekommen. Und Josef hat sich mit seinen Haaren mischmesch besero. Also Haare spielen schon eine große Rolle. Man sieht auch, viele Leute gehen zum Friseur und der Nazir soll seine Haare lassen, wild wachsen. Also ohne keine Pflege, ohne Pflege schon, aber ohne keine Friseur oder andere Schnitz, soll er das lassen, wachsen, per, also so wie Natur, ohne so wie Gärtner macht schön den Garten. Gibt einen Unterschied, ob er macht sauber oder er macht schön. Also sauber soll er machen, aber schön soll er es nicht machen. Weil diese Heiligtum, er muss zeigen, dass er ist ein Nazir, das war so wie sein Haupt. Und normale Menschen sind, es ist denen unbequem, lange, wilde Haare. Aber der Nazir, jeden Tag, wo er sich nicht rasiert und seine Lange werden länger und wilder, symbolisiert und zeigt und betont seine festigen, abgeschlossene Entscheidung zu sein ein Nazir und sich zu überwinden seine Hochmut und Überstolzheit und sich zu übergeben zu Gdusha und Tahara, zum Heiligtum und sein Leben. Deshalb, weil der Nazir hat so eine Hila Ruchanit, eine spirituelle Aura, dass sie hat in sich so eine Königschaft. Wenn ein Mensch symbolisiert Gdusha, Heiligtum in seinem ganzen Körper, passt nicht etwas zu verschwenden oder missachten, irgendetwas von seinem Körper, sogar eine Haare. Seine Haare sind ein Organ von seinem Körper, darum ist er heilig und man darf das nicht abschneiden oder missachten. Deshalb sofort, wenn der Nazir hat absolviert, bevollendet seine Nazirut-Zeit, der erste Prozess, wir werden auch bald sehen bei der kommenden Mitzvot, er muss seine Haare komplett abrasieren, diese Gdusha. Und weil sie waren heilige Haare, die hat er gewachsen lassen für Hashem Itbarach, muss er es später verbrennen. Also, er muss die Sache so machen. Okay, da sehen wir, das ist eine Mitzvah, dass er seine Haare lässt. Die Sache ist die. Haare haben bei dem Mensch eine große Beschäftigung mit seiner körperlichen Seite. Also jeder weiß, dass
Frauen und auch Männer, wenn sie wollen, betonen ihre Schönheit. Sie gehen zum Haaresalon und machen sich die Haare schön. Und die wollen präsentieren ihre Körper. Aber der Nazir, ist er jetzt in Enthaltsamkeit von seiner körperlichen Stufe? Er will sich steigen und zu werden Adam Kadosh, ein heiliger Mensch. Deshalb soll er seine Haare so wachsen, ohne zu anfassen. Er soll sich waschen und soll er seine Haare auch mit Shampoo machen, aber keine Kämen, keine Kuku, keine Abschnittmode von seinen Haaren. Also er muss die Haare so lassen. Und natürlich diese Sache vom Nazir. Kann nicht sein, dass der Mensch sagt, ja, ich bin nur Nazir für Wein, aber Haare nicht. Haare ja, aber Friedhof nein. Also es ist eine Package-Deal, alle drei Sachen, Weinverbot, Haareverbot und Todverbot. Friedhof betreten, wir kommen noch bei dem Kommenden. Es ist alles komplett. Und auch Sklaven oder Frauen können Nazirim sein. Aber wenn die Frau oder die Tochter machen das ohne Erlaubnis von der Mann oder der Papa, sie können es auslösen, die Gelübde. Und auch ein Diener, ein Sklave, kann ich sagen, jetzt sein Herr, ja, ich bin jetzt Nazir, ich will nicht. Du kannst nicht sein Nazir auf dem Kosten von dein Herr. Diese Mitzwa, Haare wachsen zu lassen, jeder, der Nazir geworden ist, in jedem Ort, in jeder Zeit, bei Männern und bei Frauen. Und wir wissen, dass die Nazirut war hauptsächlich in Eretz Israel, in die Tage, wo er das dort gemacht hat. Der Nazir hat gemacht eine Reise nach Ausland, er war in Lebanon oder in Deutschland, wird nicht gezählt seine Nazirut-Zeit. Deshalb soll man heute keinen Nazir machen, weil es konnte sein, dass wenn ein Mensch sagt heute, ich bin Nazir, kann sein, dass er muss das sein ganzes Leben machen oder soll er gehen zum drei Chachamim. Sie sollen ihm auslösen seine Nazirut. Und in Maimonides steht sogar geschrieben, wenn ein Mensch wird heute machen eine Nazirut, kann gut sein, dass man muss ihn zwingen zu verlassen dem Ausland und gehen nach Eretz Israel und dort Nazir zu werden bis sein Tod oder bis Mashiach soll kommen. Also wir sehen bei diesem Mitzwa, dass der Nazir hat zwei Gebote, zwei Mitzvot mit seinen Haaren. Die erste, nicht die Haare abschneiden, und die zweite ist ein Gebot, um die Haare zu zeigen, mehr Leben, Lebendigkeit, Ausstrahlung, Königschaft, Kräfte, Aura, ein Hila, ein Licht um dem Nazir und eine Bekanntgebung an alle Leute, ich bin Nazir, ich mache eine Mitzwe, ich lasse meine Haare so wachsen. Shkoyach.